In diesem Video werden wir unseren ersten Serienbrief erstellen. Wie ich schon in dem vorigen Video erklärt habe, besteht ein Serienbrief aus zwei Dateien. Das Hauptdokument, das ist quasi der Brief, wo wir jetzt drin sind, und die Datenquelle, und das ist dann in dem Fall eine Excel-Datei, und da sind unsere Daten drin. Noch was will ich erwähnen, in unser Brief haben wir festgelegt, dass die zwei Sachen, also der Empfänger und der Partner, werden sich von Brief zu Brief ändern, der Rest vom Brief bleibt identisch. Und deswegen hat unsere Datenquelle zwei Felder oder zwei Spalten, kann man auch so sagen, und jedes Feld hat dann ein gewisser Typ von Daten. Also die erste Spalte oder erstes Feld sind die Empfänger, und das sind die diversen Empfänger, an denen die Einladung rausgeht. Und das zweite Feld oder Spalte hat dann die Partner von jedem Empfänger. Und jede Zeile ist dann quasi ein Datensatz, und das heißt, jede Zeile ist ein Brief. Also der erste Brief geht an der Anna und hat dann ihr Partner Alfred, das ist der zweite Brief, der dritte Brief und so weiter. Und das heißt, wir haben hier sieben Briefe oder Einladungen, die sollen rausgehen. Jetzt fangen wir an. Wir wollen jetzt einen Serienbrief aus dieses normale Word-Dokument, wollen wir jetzt einen Serienbrief machen. Und der erste Schritt ist, wir gehen auf Sendungen und wir gehen auf die Option Briefe. Ich werde in ein weiteres Video, werde ich dann die unterschiedlichen Optionen erklären. Aber wir fangen mal mit dem Klassiker, und das ist Briefe. Das heißt, sobald ich auf Seriendruck starten gehe und Briefe mache, habe ich jetzt Word erklärt, dass aus diesem normalen Word-Dokument ein Serienbrief entstehen soll. Der zweite Schritt ist jetzt, wir wollen jetzt dieses Dokument zu der Datenquelle, zu dieser Excel-Datei von vorhin verknüpfen. Also das heißt, wir wollen dieses Dokument zu dieser Excel-Datei verknüpfen. Die Datei heißt Kontakte. Das ist eine Excel-Datei und man hat drei Tabellen. Allerdings, die Tabelle, die uns interessiert, ist die Tabelle Fete, weil da drin sind die Leute, die ich zu meiner Fete einladen will. Und das heißt, wir gehen hier Empfänger auswählen. Da wählt man die Datenquelle, die man zu diesem Hauptdokument verknüpfen will. Und neue Liste eingeben wollen wir ja gar nicht. Das macht man auch in den wenigsten Fällen, weil in meisten Fällen, wie ich schon im vorigen Video schon erklärt habe, sind die Daten schon vorhanden. Das heißt, ich gehe auf eine vorhandene Liste verwenden und suche jetzt meine Datenquelle. Und da sind wir jetzt in dem Ordner Fete Einladung und Kontakte. Und das ist unsere Datenquelle, Kontakte. Und sobald ich die öffne, kommen mir als Option die Tabellen in dieser Tabelle Kontakte. Und ich werde dann die Tabelle Fete nehmen. Und dann klicke ich auf Fete und dann auf OK. So, und dann haben wir jetzt beide zusammen verknüpft, die Datenquelle mit diesem Hauptdokument. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt eigentlich. Und diese zwei Elemente werden dann durch sogenannte Seriendruckfelder ersetzt. Das heißt, ein Wort in Word kann man per Doppelklick markieren. Also ich markiere somit die Anna. Und hier Seriendruckfeld einfügen, sehe ich dann die zwei Felder, die ich in meiner Datenquelle habe. Die Anna soll jetzt mit dem Feld Empfänger ersetzt werden. Und genauso beim Alfred, er soll mit dem Feld Partner ersetzt werden. Jetzt man sieht hier, die Seriendruckfelder haben solche Klammern. Und so erkennt man die. Man kann sie auch leichter erkennen. Es gibt hier eine Funktion oder einen Knopf. Da heißt Seriendruckfelder hervorheben. Wenn man das anklickt, sieht man die Seriendruckfelder. Und das sind unsere Seriendruckfelder. Das heißt, im Hauptdokument bleibt in jedem Brief ist alles identisch, bis auf die zwei grauen Felder. In den grauen Felder sind die Inhalte, die sich von Brief zu Brief verändern. Und man kann auch diese Inhalte so sehen. Das ist hier Vorschauergebnis. Und man sieht hier, das ist der erste Brief. Hier kommt man zum nächsten, zum letzten, zum vorigen und zum ersten. Ja, und so kann ich jetzt durch die Briefe blättern und wieder zurück. Und wenn ich die Vorschau wieder ausschalte, sieht man die Feldnamen mit den Klammern. Und wenn man die Vorschau anmacht, hat man das so.
jetzt ist quasi unser Brief fertig. Wir haben jetzt unseren Sendbrief erstellt und der Brief ist jetzt, der Sendbrief ist fertig erstellt und es fehlt nur noch eine Aufgabe. Wir müssen jetzt die einzelnen Briefe produzieren. Und das zeige ich jetzt gleich im nächsten Video.